Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies. Heute reden wir mit Steven. Ups. Bei der grünen Bohne meines Onkels. Als mich der Steppläufer fortgetragen hat, schien alles verloren. Dich zu sehen, dich so zu sehen, hat mich an Hannah erinnert und mir ein seltenes Lächeln auf die Lippen gezaubert. Du verstehst sie echt gut mit dir? Und das ist wirklich selten. Ich lächle so gut wie nie. Ist nicht meine Art. Und schon werde ich sentimental. Seit ich Hannah verloren habe, mache ich mir einfach Sorgen. Du meinst die, mit der wir letzte Folge geredet haben? Verstehe ich. Ich würde die Noten für diese Harmonika sind in guten Händen. Wenn jemand die Käseproduktion der Zombies aufhalten kann, dann bist du das. Wenn ich so frei sein darf. Ja, das bin ich. Also, wenn ich bestatten darf, würde ich sehr gerne, dass alles in dieser Welt, in der Wüste wieder frei machen und der Vulkan wird eine Geschichte sein. Vielen Dank fürs Vertrauen. Vielen, vielen Dank fürs Vertrauen. Yes! Mit diesen Noten wirst du in allerlei Schwierigkeiten geraten. Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber okay, ja. Bevor ich sie dir gebe, musst du mir beweisen, dass du in der Lage bist, die großen Jungsbande bei ihrem Ausbruch zu stoppen. Das ist sehr gefährlich, also stell eine Truppe zusammen, um das Gefängnis zu verteidigen. Natürlich. Und ich sag mal so, die Pflanze ist die ganze Zeit Spinne. Wir sind eine große Familie. Auch wenn ich nur zwei, drei bis jetzt gespielt habe, aber die kommen einfach mit mir. Vielen Dank. Danke. Alle sind beim Jahrmarkt. Da kann ich bestimmt ein paar Bandmitglieder zusammentrommeln. Ja, Leute, ein Team. Das ist cool. Gut, wir brauchen ein Team. Hallo. Dich will ich, dich will ich, dich will ich, dich will ich, dich will ich. Du hast Potenzial, zeig, dass du ein würdiger Anführer bist. Und stell deine Zielfähigkeit. Lass mich in Ruhe? Hey! Ich brauch dich! Okay. Dann zeige ich euch's. Na super. Als Drache ist es leichter. Ach, come on. Ja, das Ganze noch einmal. Bleib cool, Kid. Bitte, ihr verdient man. Ja, gut.
Vier mehr wie das letzte Mal. Ja, okay, noch einmal. War noch schlechter wie davor. Oh. Na super. Ah! Och Mann. Noch einmal. Ja, ich weiß, nochmal. Komm. Ja! Das ist die Runde! Na, lob. Geschossen! Wettessen, okay. Ich meine, der Drache hatte ja schon guten Hunger, aber der Typ, der werden wir den nicht machen. Los! So. Oh. Ich will einen Schnapper. Um vielleicht zu folgen dem, der Mumm hat. Okay. Ich will auf jeden Fall einen Drachen. Dich will ich haben. Dich und dich. Komm mit! Komm Leute, wir müssen zum Gefängnis gehen. Wir müssen da seine Bande rausholen. Warum ist das überhaupt im Gefängnis? Naja, das ist eine andere Sache. Du willst ja eigentlich gucken, dass sie nicht rauskommen, oder? Stimmt, die wollen ihre Bande rauskriegen. Aber wir verteidigen es. Ich muss ständig husten. Ständig. Ich weiß nicht warum. Es nervt. Zieh dich an, die Bande steht hinter dir. Und ihr seid zu allem bereit. Weiter so. Der Anführer der großen Jungsbande kommt. Ich kann nicht mehr riskieren, dass du entführt wirst. Moment. Was war das? Übrigens, Leute. Mir ist durchaus bewusst, dass wir sowas ähnliches schon mal gemacht haben. Eigentlich genau das gleiche wie nochmal. Und da stehen wir. Verflixte Stippläufer, jetzt liegt es an dir. Okay, Leute, seid ihr bereit? Auf den Kampf!
des Jahrhunderts. Leute, sie haben die Kartoffeln, sind zum Beispiel Erdnüsse drin. Das ist nicht cool, das ist cool. Das ist sau cool. Ich würde sagen, hier wegen den Minen kommt es auch auf Fernkampf an. Gut. Steve ist futsch. Ha, das wird einfach zur Seite, Junior. Ich hole jetzt meinen Bande raus. Guter Junge. Wo ist eigentlich meine Bande? Oh, Zombies schmecken gut. Zombies sind fuck. Ah, Jungs! Da oben bist du! Also gut, was hältst du davon, wenn die andere Seite angreifen? Ist okay. Mach, was du nicht überlassen kannst. Und hallo! Bam, bam! Lecker, zwecker, kleine Zombies. Das schmeckt so fein, so köstlich. Na, 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 na. Genug, ich hol meine Jungs selbst aus dem Knast. Okay. Mach ruhig. Ich bin mir zu selbstsicher. Schade. Pass auf! Jungs, von da vorne! Drache! Ja, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Ich hoffe, ich kann das auch zusammenschneiden. Das war knapp. Wow.
Was das war, sie sind draußen. Geschafft, ha! Als ob ich die fressen kann! Das ist so fähig! Jawoll! Fertig! Minuten waren dir! Gut gemacht, Kid! Ich weine nicht! Das ist nur mein Stippläufer-Schnupfen! Jawohl, wir haben die Noten und können die Mausfliegen jetzt kontrollieren. Sehr schön.